Okay, wir sind nach 10 Minuten schon durch. Ich habe das jetzt gerade nicht erwartet. Aber das hat ja gerade wunderbar funktioniert. Da bin ich mir gerade sogar nicht mal sicher, ob das mit dem Zix was geworden wäre, weil der schlichtweg einfach zu schwerfällig ist dafür, ne? Also von der Power. Aber mit dem Anhänger, nee. Damit wieder einen recht herzlichen Hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play. SnowRunner. Der Offroad Truck Simulator. Auf dem PC Folge 677. Ja, wir sind hier weiterhin unterwegs, klar. Mit dem Tiger, der nicht mehr ganz so viel Spritolino drin hat. Ich glaube, ich hatte gesagt, wir machen das hier, ne? Ah, guck mal, hier gibt es ja einen schönen Weg direkt. Das war jetzt nicht so ganz der Plan, ne? Kann ich hier fahren, ist die Frage. Ja. Genau hier hatte ich es ja auch geplant. Es ist nur äußerst wichtig, dass ich genau das nicht mache, nämlich zu weit nach innen fahre. Außen hat man gute Chancen, außen hält es meistens. Und wir haben Glück und da vorne ist die Straße. Und weiter wollten wir auch gar nicht kommen, denn den Rest... Den wird jetzt der Caterpillar für uns erledigen, indem er uns frischen Kraftstoff herbringt. Schöne frischen Diesel, ja. Und die Route haben wir ja auch schon festgelegt. Also das heißt, der Tiger hat gerade alles gemacht, was er machen musste. Wir kommen jetzt entgegen. Ich hoffe, der hat jetzt noch ein bisschen übrig. Ich glaube aber 300 und war noch drinne. Wenn wir mit dem angekommen sind, mache ich auch wieder auf hell. Und dann hat der hier so ziemlich ausgedient. Dann muss er erstmal wieder auch selber neu betankt werden. Ich könnte mit dem natürlich rumfahren zur Tankstelle, aber ich glaube, von der anderen Map wieder herzukommen, geht schneller, oder? Na, weiß ich gar nicht. Wenn wir jetzt schon in die Richtung fahren. Aber übers Eis rüber. Ja, das ist wieder so eine Single-Session. Ich kann wieder nur eine Folge aufnehmen, aber... Plus die Woche auch wieder nicht ganz so viel Zeit aufzunehmen. Zumindest nicht jeden Tag. Was das Ganze wieder schwieriger macht, weil die Videos für die Woche müssen ja auch irgendwie hin. Und letzte Woche habe ich ziemlich viele Videos verloren. Beziehungsweise nicht verloren, aber ich habe halt einfach durch andere Projekte und so weiter. Ich habe Real-Life-Sachen dafür gedreht. Die werden dann demnächst hoffentlich online kommen. Hatte ich in den letzten Folgen schon mal angeteasert, was da alles kommen wird. Wird, glaube ich, ganz angenehm werden. Ja, PC-Bild auch wieder dabei. Endlich mal wieder. Ist ja echt lange her, seit dem letzten. Und Projekt Unread-Server wird ja noch einige Zeit brauchen, bis dieser Rechner mal fertig ist. Dementsprechend, ja. Seid gespannt auf einen weiteren wunderbaren PC-Bild. Diesmal mit einem Budget von ca. 1700 Euro. Ja. Das ganz nett. Und ja. Da ist der Tiger. Ja, heute in der einzelnen Folge setzen wir uns aber trotzdem mal das Ziel, die beiden noch abzugeben. Das wäre eigentlich ganz nice. Wie viel haben wir denn da noch drin? 600. Och so. Guck mal, reicht sogar noch für eine Füllung. Dann werde ich den jetzt hier erstmal stehen lassen. So, ich mach's wieder auf 6. Mit einem vollen Tank kann's weitergehen. Ja.
muss da rein jetzt, ne? Jo, genau. Hier sind wir noch gar nicht gewesen, glaube ich. Erkunden wir auch nochmal ein paar neue Strecken hier auf dieser Karte. Und der Tiger handhabt dieses Terrain hier ganz gut. Komischerweise, wenn es nur Schnee ist, dann nicht. So ein Schlammschnee hingegen performt da gut. Sogar bergauf hier. Easy. Oh. Da die Frage, riskiere ich das und fahre jetzt darüber? Oder fahre ich lieber so? No risk, no fun oder so? Aber das hier ist dann halt wiederum das Scheißterrain, ne? Dann bergauf, ne? Egal, wir haben vollen Tank. Was haben wir schon zu verlieren? Irgendwo muss der Tiger mir jetzt auch einfach mal sein endgültiges Vertrauen beweisen. Ah, jetzt haben wir wieder den Baum drin, ne? Oh, nee, den werden wir wieder nicht loswerden, ne? Es war so klar. Ah, ja. Mhm. Ja, manchmal diese Physik, ne? Die macht mich echt platt. Jetzt bin ich hier wieder... Oh, ich glaube, wir sind frei. Ach, dieser Baum. Wahnsinn. Ich muss nicht mal ein L schalten. Ach, guck mal, wie der das macht. Tipptopp. Na dann. Alles nach Plan. 36, 34 Liter. Ja, es verbraucht wieder. Das reicht zum Abliefern, oder? Da hinten sehen wir schon so ein bisschen den Punkt. Wir können das Tempo sogar noch erhöhen. Hier habe ich gesagt. Aber ich habe da jetzt nicht hochgesagt, oder? Ich habe da hochgesagt. Sieht aber nicht so aus, als ich da hochkomme. Fuck. Auf der Karte ist halt nicht ein einziger Stein zu sehen, ne? Ja, Dreck. Mit mir, würde ich sagen, oder? Seht ihr, was ich sehe? Diese wunderbare, wunderschön breite Lücke, die wir doch nutzen könnten, die wir nicht nutzen können. Dann habe ich aber noch eine andere Lücke. Oh ja, das ist es. Der Baum lässt mich wieder nicht rüberfahren, ne? Doch. Der aber nicht. Ah. Bei so einer Route fühle ich mich halt wieder gar nicht wohl, so. Das ist halt wieder sowas, das muss nicht sein. Jetzt muss der Anhänger sich ein bisschen quälen. Der hat Power, der Truck ist echt gut. Oh ja, ja. Das ist genau das, was ich brauche. So, und jetzt aber nicht hier. Oder muss ich hier fahren? Ja, weil da ist ein Stein. Ich dachte, ich könnte da fahren. Ja, kacke, geht gar nicht. Boah, Alter. Ist das wieder eine Scheiße, ne? Da komme ich nie hoch. Einfach weil dieses Terrain so gar keinen Grip bietet.
ich mich jetzt hier quasi so durch die Steine schlängeln muss, oder wie? Ich ziehe nach links, was sagt er? Wahnsinn. Macht er. Alter, okay. Das ist beeindruckend und hier ist direkt eine Straße. Okay, wir sind nach 10 Minuten schon durch. Ich habe das jetzt gerade nicht erwartet. Aber das hat ja gerade wunderbar funktioniert. Da bin ich mir gerade sogar nicht mal sicher, ob das mit dem Zix was geworden wäre, weil der schlichtweg einfach zu schwerfällig ist dafür, ne? Also von der Power. Aber mit dem Anhänger, ne? Da braucht man so ein Gefährt. Und der hat hier gerade astreine Arbeit geleistet. Wahnsinn. Daumen hoch. Gut gezückt und easy. Fester Bestandteil vom Fuhrpark, jetzt aber endgültig. Wahnsinnsleistung. Gefällt mir. Ja, wunderbar. Hast du deinen Job für heute erstmal gemacht, Tiger. Sehr gute Arbeit. So, jetzt brauchen wir nur noch Stämme. Als das Wasser stieg, bin ich mit meiner Familie zu diesem Camp geeilt. Dabei ließ ich meinen alten Truck zurück. Ich fürchte mich, aufs Eis zu gehen. Vielleicht könntest du das übernehmen für eine gute Belohnung. 4.900 und 34 Euro. So. Okay. Was fehlt jetzt? Jetzt brauchen wir eine lange Planke noch. Ah, okay. Das heißt, wir müssen eh wieder mit dem zurückfahren dann. Okay. Ja, wissen wir ja Bescheid. Die Frage ist, wo bin ich jetzt und wo würde es sich vielleicht eher lohnen? Ich bin so ziemlich an dem Punkt, wo man viel weiter nicht weg sein kann, ne? Okay, doch, wir sind relativ nah und da ist sogar noch die Tankstelle. Es wäre doch ideal, wenn ich da hinkäme. Das heißt, ich fahre natürlich hier weiter. Komm hier runter und kann vielleicht. Hier werde ich nicht rüberkommen. Aber vielleicht. Ja, ich müsste halt hier fahren. Ja. Das wäre so grob die Route jetzt. Dann bleibe ich doch bei dem. Muss es eigentlich nur bis zur Tankstelle schaffen, habt ihr für 230. Müsste eigentlich sogar passen. Und wir haben sogar heute noch ein bisschen Zeit. Stark. Wir wollten ja auch wieder ein bisschen vernünftigere Längen machen. Das ist dieser erbarmungslose Schnee. Ah ja, 18 Uhr. Okay. Das geht rein ins Water, da wollen wir nicht hin. Hier ist Tatsache kein Eis. Ich fahre aber trotzdem freiwillig mal doch hier zum Eis. Weil durch den tiefen Schnee, glaube ich, ist nicht so eine gute Idee. Okay, hier ist der Stein, wo ich angeblich nicht rüber kann. Ich komme aber darüber, sehe ich gerade. Beziehungsweise nicht rüber, aber man kann da einfach vorbeifahren. Auch nicht ersichtlich auf der Karte, ne? Weil hier ist ja fast schon eine normale Straße. Ist das heute wieder eine dieser Folgen, wo einfach alles klappt, wo man doppelt so viel schafft, wie man sich vorstellt? Kommen wir heute noch auf die andere Karte wieder zurück in der Zeit? Könnt ihr euch vorstellen, wie Hammer das ist heute? Heute wäre so ein Tag und bisher auch noch nicht ein einziger Ruckler hier vom Spiel. Heute wäre wirklich so ein Tag gewesen, da hätte ich das Spiel 2 Stunden am Stück spielen können, ohne Frage. Leider nur eine Folge.
heute. Ja, dann habe ich 5 Folgen auch heute aufgenommen und 5 verschiedene Spiele gespielt. Aber ich muss tatsächlich trotzdem sagen, man ist trotzdem irgendwie in jeder Story drinne. Ne? Manche Leute sagen ja immer, das ist dann irgendwie schwer, für eine Folge in die Story reinzukommen und so. Aber ich weiß doch genau, wo ich stehen geblieben war und kann dann da auch direkt weitermachen. Ja, bei so riesigen Rollenspielen beispielsweise, ja gut, klar, da vergisst man die ganzen Steuerungen und so, aber solche Spiele spiele ich ja mittlerweile eher seltener. Und wenn ich so eine Spiele spiele, aber gerade zum Beispiel auch Life is Strange dann, was wir ja gerade auf dem Kanal auch wieder bringen, das mache ich natürlich dann so, dass ich dann genau gucke, okay, bis wann habe ich noch Folgen, und dann gucke ich aber natürlich, dass ich dann gleich wieder 3, 4 Folgen am Stück aufnehme, zumindest von dem Spiel, weil da tauchst du ja wirklich ziemlich tief in die Story ein, musst dich mit den Charakteren auseinandersetzen, und da ist es mir dann auch zu blöd, eine Folge zu machen. Das heißt, da gucke ich dann schon, okay, ich nehme dann heute lieber erstmal nicht Life is Strange auf, mache was anderes, dann habe ich für die nächsten Tage da was. Und dann kann ich halt mir einen Aufnahmetag oder zumindest einen halben Aufnahmetag dann nehmen. Verschluckt. Wie deine eigenen Spucke gneist. Das ist immer das Beste. Ah, die bleibt dann aber. Ja, so. Ja, naja, Life is Strange ist dann zumindest jetzt so die einzige Ausnahme, die ich dann wirklich dann mehrere Folgen am Stück ausschließlich aufnehme, weil es sonst einfach mir zu blöd ist, ne? So, und hier. Egal, wir fahren eh Richtung Werkstatt. Ich wollte gerade sagen, hier kann er mal richtig schön seine Tigger, der Ersatzreifen ist einfach kaputt. Oder sieht zumindest so aus. Ideal, Alter. Ja, Mensch, heute war ein Tag, ey. Alles geklappt. Nice. So, und damit sollten wir bis zur Werkstatt kommen. Das machen wir dann aber nächste Folge. Ich werde jetzt noch das Portal überqueren. Dann haben wir heute ehrlicherweise mehr geschafft, als ich dachte. Ich hatte eine Folge eingeplant, die Holzplanken abzugeben. Stattdessen sind wir jetzt schon wieder zurück auf der anderen Karte. Und können nächste Folge dann schon die Langplanken holen. Und ich glaube, ich fahre sogar wieder zu diesem Portal. An... Naja, wobei, da hängt es ja von ab. Weil alleine diese Straße zu fahren, ist halt auch deutlich schneller. Ja, so viel nimmt sich das nicht, weil hier müssen wir durch das ganze Schlamm- und Schneefeld durch. Ich glaube, ich komme sogar von da oben wieder. Oder halt von hier. Ich glaube, von hier macht am meisten Sinn. Ja, das ist das Originalportal E. Nee, dann komme ich durch das Originale. Durch das erste, was wir hatten da. Lenken sollte ich. Alles hingekriegt. Was noch geiler gewesen wäre, ist, wenn man jetzt hier nicht, sich nicht teleportiert, sondern wenn man durch diesen Tunnel fährt. Und dann wäre da wirklich die andere Map. Das wäre natürlich irgendwie geil. Aber natürlich klar, dass man das nicht macht. Da haben wir wieder eine schöne Wasserstelle. Und das war's auch wieder von dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier an dieser Stelle weiter. Wir fahren zurück zur Werkstatt und dann geht's los. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.